Hört ihr das? Das ist mein Herzschlag. Wenn ich meine Ohren auf den Boden lege, dann höre ich mein Herzschlag. Und riecht ihr das? Es riecht nach Erde. Oh, wie wunderbar riecht unsere Erde. Wenn ich diese Erde rieche, denke ich an das frische, gewaschene Haar einer Frau. Ja, eine Frau. Das ist Abul Qais. Er ist ein Mann, der sein Haus und seine Olivenbäume und seinen ganzen Besitz verloren hat. Er lebt mit seiner schwangeren Frau und seinem kleinen Sohn in einem Lager in seiner Heimat. Abul Qais ist eng mit seiner Heimat verbunden und wagt es nicht, nach Europa zu reisen. Anders als die vielen Menschen, die mit viel Geld zurückkamen und ihre eigenen Träume verwirklicht haben. Seine Frau sagt ihm: Was hast du in den letzten 5 Jahren gemacht? Was hast du anderes gemacht als gewartet? Du brauchst 5 Jahre, um zu verstehen, dass dein Haus und dein Olivenbaum verloren sind? Sieh die anderen. Sie haben auch alles verloren, aber sie suchen neuen Wege und neuen Hoffnung, um zu überleben. Und du? Auf was wartest du? Wartest du darauf, dass das Geld vom Dachboden deines Hauses regnet? Ja, aber das ist nicht mal dein Haus. Jemand, das ich aus Mitleid hier wohne. Du hast nichts. Das ist die Wahrheit. Abul Qais ist ein alter Mann. Er glaubt nicht in eine triumphale Rückkehr, aber er reagiert auf den Druck, der von seiner Familie und dem Zustand extrem Armut ausgeübt wird. So verlässt er seine Familie und will nach Europa gehen, um eine Chance zu finden, Geld zu bekommen, um damit ein neues Haus und neue Olivenbäume zu kaufen. Assad, ein junger Kämpfer. Assad wird von den Behörden wegen seines politischen Aktivismus gejagt. Er hat eine schwangere Frau. Sein Freund sagt ihm: Du musst hier weg. Geh nach Europa. Hier gibt es keine Hoffnung für dich. Die Polizei sucht nach dir. Du bist ein Aktivist und sie würden nicht ruhen, bis sie dich gefunden haben. Geh nach der Türkei. Dort findest du viele Schmuggler. Sie bringen dich nach Europa. Ich weiß nicht, warum gehst du nicht? Es ist eine sehr gefährliche Reise. Eine sehr gefährliche Reise? Bist du zufrieden hier? Hast du ein gutes Leben? Denkst du nicht an deine Frau und dein ungeborenes Kind? Und dein Kind? Möchtest du ihm nicht ein besseres, anderes Leben bieten? Ein Leben mit Zukunft? Stopp! Hör auf! Der Weg ist lang und sehr gefährlich. Und ich möchte nicht auf diesem Weg sterben. Aber wer hat gesagt, dass die Tod ist nicht besser als ein Leben hier? Seine Frau fragt ihn: Wirst du gehen? Wann kommst du zurück? Ich gehe. Ich komme zurück, wenn der Krieg zu Ende ist.
Und wann wird der Krieg zu Ende sein? Wenn ich zurückgehe, pass auf unserem Kind auf. Er ist die letzte Hoffnung in meinem Leben. Das ist Abul Khayzaran, ein Geopterfahrer. Er war in der Armee und wurde von einer Bombe getroffen. Dabei verlor er seine Männlichkeit. Diese Tatsache verleiht ihm die ganze Bitterkeit der Welt. Fortan strebt er nur noch nach Reichtum, um in Ruhe und Frieden zu leben. Nun ist der Schmuggler. Vor dieser Arbeit muss man gewissenlos und ohne Mitgefühl sein. Aber es sind mein Landsleute. Aber ihr Geld ist mir wichtiger als ihr Leben. Wenn ich den Preis für die Flucht nenne und sie wollen nicht, laufe ich ihnen nach und gehe ich runter mit dem Preis. Je mehr Leute ich transportiere, desto mehr Geld verdiene ich. So einfach ist das. Der Preis 1.500. Aber manchmal gehe ich runter bis 500 Euro. Jede Person bringt mir Geld, nur daran, weil ich denke. Sein Auto ist ein baufälliger Wasstankwagen mit einem riesigen leeren Tank, woran die Menschen sich verstecken, um die Grenzpunkte zu überqueren. Kurz vor der Grenze klettert Abul Khayzaran auf sein Dach und spricht durch die Öffnung auf dem Dach. Wir kommen an die Grenze. Ich muss die Luke schließen. Es dauert nicht lange. 7 Minuten, vielleicht 10 Minuten. Die Luft wird so lange reichen. Verhaltet euch Ruhe, bis ich wiederkomme. Und er schließt die Luke und geht zur Grenzposten.
Here I am. Here I am. Here I am.